im Endeffekt, es bleibt für mich nach wie vor wirklich schwer, diesen Film irgendwie zu beschreiben bzw. irgendwie zu empfehlen, weil Special Forces ist auf keinen Fall ein schlechter Film. Wie ich schon gesagt habe, Special Forces macht nichts wirklich falsch. Die Kameraführung ist gut gelungen, die Regie ist gut gelungen, die Schauspieler machen einen hervorragenden Job und mit vielleicht wenigen Ausnahmen, wo die Musik ein kleines bisschen schweißtreibender hätte ausfallen können, ist auch die musikalische Untermalung des Geschehens wirklich gut gelungen. Trotzdem hatte ich bei dem Film einfach das Problem, dass warum auch immer der Funke nicht überspringen wollte. Egal was in dem Film passiert, ob das jetzt groß angelegte Schießereien oder irgendein charakterliches Schicksal ist, es wirkt irgendwie nicht so, wie das der Film wirklich gerne hätte. Wer dem Film eine Chance geben möchte, kann das gerne tun, aber ich kann nur sagen, erwartet euch von Special Forces nicht zu viel, vor allem nichts zu Spannendes.